Hi, ich bin der Joachim von Session Music und heute zeige ich euch von Euphonic Audio den iAmp Micro. Jo, Auphonic Audio, ich würde mal sagen, ein richtig geiles kleines Kistchen haben wir hier am Start. Das ist ein richtig kleiner, leistungsstarker, kleiner Bassamp. Da haben wir praktisch eine 500 Watt leistungsstarke Endstufe. Also an der 4 Ohm Box hat der Amp 500 Watt Leistung. Falls ihr in einer 8 Ohm Box spielt, hat er 310 Watt Leistung. Aber man kann ihn auch an eine 2 Ohm Box anschließen. Das verkraftet der Gute auch. Aufgeteilt ist der Amp ganz klar in zwei Kanäle. Da haben wir praktisch Kanal 1, Kanal 2. Dort kann man verschiedene Settings sich einstellen. Kanal 2 eignet sich für Akustikbässe, für Kontrabässe, weil man hier vornherein eine andere Equalizer-Position gewählt hat. Und Kanal 1 eignet sich für alle möglichen E-Bässe, Prezi, Jazzbass, was auch immer euer Lieblingsbass zu Hause ist. Der passt hier prima dran. Wir haben praktisch die Möglichkeit, natürlich auch hier unten einen ganz normalen zweiten E-Bass mit einem anderen Setting dran zu hängen. Falls ihr auf der Bühne einfach mal wechseln müsst, müsst ihr nicht jedes Mal am Amp schrauben, sondern der zweite Bass steckt hier drin, es wird umgeschaltet, zack, der Sound stimmt. Dann haben wir natürlich hier Master Volume. Dort könnt ihr insgesamt die Gesamtlautstärke regeln, ganz klar. Wir haben hier einen parallelen Effektweg. Der Effektweg kann natürlich auch als Tune-Out missbraucht werden, ja, indem man einfach hier sein Stimmgerät reinstöpselt und schon haben wir praktisch auch mal direkt den Tuner am Start. Der Effektweg lässt sich hier noch regeln, Dry-Wet, das heißt, hier kann der Anteil des Effekts natürlich auch noch beigemischt werden. Wir haben einen DI-Out, dort können wir direkt in die PE oder zum Rekorden, das Teil praktisch dann, um ein gutes Recording-Ergebnis zu bekommen. Und hier noch eine Buchse für den Fußschalter. Auf der Rückseite befindet sich ein Ausgang für die Box, ganz klar Speakon. Und wir haben hier natürlich einen Ausschalter, Kaltgerätekabel. Hier oben auf dem Amp, ich hoffe man sieht es auf der Kamera, haben wir nochmal diese kleinen Einstellschräubchen hier. Dort können wir insgesamt nochmal dem Setting von dem Amp was verändern. Man kann natürlich auch jetzt hingehen und kann beide Kanäle zusammenschließen und dann verschiedene Grundeinstellungen fahren. Klingt hervorragend. Ich habe jetzt hier den ersten Kanal drin und ich zeige euch jetzt nochmal, was wir mit der 3-Band-EQ, was wir da für Möglichkeiten haben. Dazu habe ich hier von Sandberg einen Jazzbass am Start, ganz klassisches Teil, zwei Single Coils. Ich fange jetzt mal an, indem ich einfach mal die Höhen und die Mitten ein bisschen rausmache. Wir haben ein bisschen mehr Bass drin. Schon hat er einen total schönen, angenehmen, runden Ton, muss man sagen. Ja. Wenn ich jetzt mal hier ein bisschen mit der Gift reingebe, sozusagen, ein bisschen Mitten, ein bisschen Höhen, ja, dann fängt er natürlich schön an, ein bisschen knackiger zu klingen. Eignet sich natürlich auch gerade beim Jazzbass, um auf dem hinteren Pickup, auf dem Steg-Pickup ein bisschen Alarm zu machen. Ja, und so hat man natürlich auf jeden Fall für jeden Bass kann man hier ein prima Setting einstellen und kann natürlich auch für seinen Zweitbass gleichzeitig auch was Schönes einstellen und dann einfach live oder wo auch immer hin und her schalten. Ja, ich würde mal sagen, gelungenes Teil, wirklich, ja. Zum Gesamtgewicht ist noch zu sagen, das gute Stück wiegt 1 Kilo. Den kann man sich getrost ins Gigbag oder in seinen Basscover stöpseln und dann hat man praktisch seinen Amp jederzeit dabei. Ich muss noch erwähnen, die Box ist eine Zusatzbox, die kann man natürlich auch erwerben. In dem Fall habe ich jetzt mal einen 10er von Euphonic Audio angeschlossen.
Ja, da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber in dem Fall ist es ein super powervolles, kleines, leistungsstarkes Paket, sehr handlich und ja, macht Sinn, mal vorbeizuschauen. Schaut euch das gute Stück mal an bei Session Music. Ihr könnt es natürlich jederzeit bei uns mal ausprobieren. Was auch geht, klar, bei www.musikschmidt.de könnt ihr den Euphonic Audio auch online bestellen. Dort wie im Ladengeschäft habt ihr Kauf ohne Risiko, sprich 33 Tage Money Back, 66 Tage Umtauschrecht. Falls ihr noch Fragen habt, jederzeit sind wir für euch da. Schreibt uns eine E-Mail, ruft an. Das war's von mir, von Joachim und Session rockt.